In dieser Reihe von Schlafgeschichten begeben wir uns an die schönsten Orte dieser Welt. Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist. Heute umgibt eine spirituelle Aura unser Ziel. Wir werden nach Bagan reisen, einer alten Tempelstadt, die gefüllt von wundervollen Eindrücken und Entdeckungen ist. Einem Ruheort der Kraft. Doch bevor wir beginnen, mache es dir so richtig bequem. Stelle sicher, dass nun alles hinter dir liegt. Nun ist deine Zeit. Nimm drei lange, tiefe Atemzüge. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und wann immer du bereit bist, schließe deine Augen. Wenn du deine Position noch einmal ausrichten magst, um es dir noch bequemer zu machen, kannst du dies jederzeit tun. Du entscheidest, wie weit du entspannen möchtest. Während du hier liegst, darfst du spüren, wie dein Körper von der Unterlage getragen wird. Vielleicht nimmst du auch wahr, wie warm und angenehm es dir ist, in diesem Zustand von Behaglichkeit und Schwere. Nun kannst du immer weiter in deine wohlverdiente Ruhe gleiten. Lenke auch gern den Fokus auf deinen Körper. Spüre diese Wellen der Ruhe, die ganz langsam kommen. Wellen der Entspannung, von oben bis nach unten. Entspanne deinen linken Fuß und entspanne die Muskeln des linken Beins. Auch die Muskeln des rechten Beins. Entspanne dich einfach überall. Entspanne die linke Hand, den Unterarm, den Oberarm und die Schulter, vollkommen gelöst und locker. Das war's. Nun die rechte Hand, den Unterarm, den Oberarm und die Schulter. Du kannst dir eine Welle vorstellen, die sich in deinem Körper ausbreitet. Und mit ihr darf alles lösen, alles lockern, tiefe Ruhe kommen. Dafür musst du nichts Bestimmtes tun. Vielleicht magst du denken, träumen,
oder einfach meiner Stimme zuhören. Was auch immer dir jetzt gerade gut tut. Genieße das gleichmäßige Strömen deines Atems. Die Atmung darf in deinem ganz natürlichen Rhythmus fließen. Das Heben und Senken deines Brustkorbes kann dich immer mehr entspannen. Du darfst dich darauf verlassen, dass dein Körper weiß, wie er dies für dich tun kann. Alles ist getan. Alles ist gut. Und mit der Entspannung entfaltet sich auch deine Vorstellungskraft. Gleite über auf deine Reise. Nun stelle dir vor, du schlenderst auf einer unbefestigten Straße entlang, die von grünen Feldern gesäumt ist. Auf den Feldern spielen Kinder. Sie winken und lächeln dir zu. Die Sonne steht ein paar Stunden unter ihrem Zenit und strahlt angenehm warm. Der Himmel ist klar und wolkenlos. Er leuchtet brillant im goldenen Licht der Sonne. Weite Felder sind mit Bäumen und Sträuchern übersät. In der Ferne erblickst du die alte Tempelstadt. Es scheint, als hätte sie sich seit Hunderten von Jahren nicht verändert. Bagan ist auch als die verlorene Königsstadt bekannt und befindet sich im heutigen Myanmar. Die kegelförmigen Dächer der Tempel erscheinen von deinem Aussichtspunkt wie eine Handvoll Sand in der Luft verstreut. Von unserer heutigen Welt ist hier nichts zu sehen. Keine Autos oder moderne Gebäude. Kein Lärm, nur anmutige Tempel. Vor langer Zeit wurden hier Zehntausende von ihnen errichtet. Du betrittst eine ungepflasterte Straße, die dich zu einem dieser Tempel führt. Vielleicht möchtest du auf deinem Weg darüber nachdenken, was Spiritualität bedeutet. Für viele hier scheint sie so viel mehr zu sein, als nur Regeln und Gesetze zu befolgen. Fühle dich bereit für die kommenden Eindrücke. Bagan zu betreten und die Gefühle in deinem Geist zu entfalten. Betrachte gerne auch die Erscheinungsformen von Mutter Natur. Bäume und kleine Vögel, die durch den Himmel fliegen. Achte darauf, wie sie mit den Flügeln schlagen, als ob sie in der Luft schwimmen würden. So
So fließen Licht und Energie durch alles um uns herum, auch zu dir. Das Sonnenlicht fällt auf Gras und Bäume und versorgt ihre Zellen mit der Energie, die sie zum Leben brauchen. Nach einiger Zeit gelangst du zur Stadt mit ihren tausenden Tempeln. Der Anblick, der sich dir bietet, ist majestätisch. In den Häusern der Anbetung und Meditation können die Menschen ihre spirituellen Sehnsüchte entfalten. Womöglich denken sie über die Feinheiten der Moral, der Sterblichkeit und des Lebens nach. Du schlenderst weiter durch die Tempel. Möglicherweise magst du dir auch die Stadt im Laufe der Jahrhunderte vorstellen. All die Menschen, die vor dir hierher kamen. Einige mögen gekommen sein, um die Negativität zu lösen und ihre Gedanken neu zu sammeln. Um Hoffnung zu finden, zu lernen, wie man liebt und eins wird mit seinen Mitmenschen und allen Lebewesen. Vielleicht empfindest du auch Dankbarkeit, in dieser Stadt zu sein. Es ist, als wärst du durch ein Zeitportal getreten. Die gesamte Architektur war der Suche nach geheimnisvoller Schönheit gewidmet, die in jedem Atom des Kosmos steckt. Ein Ort, an dem die Seele mit allem in Einklang gebracht wird. Du kommst an den verschiedensten Sehenswürdigkeiten vorbei. Überall sind Bäume verstreut und gepflügte Felder sind überwiegend mit Gras bewachsen. Du erblickst Tempel der unterschiedlichsten Größen und Formen. Die Farben der Wände und die Anzahl der Besucher variieren. Viele Passanten lächeln dir zu und grüßen dich. Eine sanfte Brise beginnt zu wehen. Sie ist mit kühlender Feuchtigkeit beladen, die deine Haut streicht. Sanft und weich zerzaust die Luft dein Haar und die Sonne scheint am klaren, blauen Himmel. Sie blickt auf dich und alle anderen herab und wärmt angenehm deine Haut. Nach einiger Zeit gelangst du an einen See. Ein freundlicher Bootsführer grüßt dich und bietet dir an, dich zum anderen Ufer zu bringen. Er erzählt dir, dass es auf der anderen Seite einen Aussichtspunkt gibt, von dem aus man einen wunderschönen Blick auf Bagan hat. Du steigst in das Boot, während der freundliche Mann die Ruder auf das Wasser schlägt und dir atemberaubende Geschichten über die Stadt erzählt.
Eine sanfte Brise weht über das Wasser und kräuselt die Oberfläche. Es scheint, als würde der Wind seinen Schatten darauf werfen. Stell dir vor, wie das Sonnenlicht in Millionen von Stücken zersplittert und glitzert, wie Millionen von Sonnen, die auf diesem blauen See schwimmen. Erreichst du das andere Ufer. Du bedankst dich und dein Weg führt auf eine Anhöhe. Nach einer Weile kannst du Bagan in seiner ganzen Schönheit betrachten. Für einen Moment nimmst du einfach wahr. Du bist im Hier und Jetzt. Vielleicht möchtest du dich nun ausruhen und etwas über den Ort nachdenken. Eventuell kommen dir auch einige Zitate in den Sinn. Worte der Kraft und Ruhe, wie die von Buddha. Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg. Verweile nicht in der Vergangenheit. Träume nicht von der Zukunft. Konzentriere den Geist auf den gegenwärtigen Moment. Oder wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Ein Augenblick kann einen Tag verändern. Ein Tag kann ein Leben verändern. Und ein Leben kann die Welt verändern. Denke an diese Worte. Und vielleicht auch an weitere, die dir nun in den Sinn kommen. Genieße den Ausblick auf Bagan. Den Frieden. Erlaube dir, etwas zu verweilen. Du kannst auch ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Ruhe und Frieden ein- und Anspannung ausatmen. Ein- und aus. Nach einiger Weile begibst du dich auf und kehrst zum Ufer zurück.
Du ruderst über den schimmernden See. Vielleicht möchtest du auch deine Hand in das klare Wasser tauchen. Siehst du die Spur, die das Wasser des Bootes hinterlässt? Nach deiner Ankunft in Bagan begibst du dich zum Ananda-Tempel. Seine weißen Wände vermischen sich mit dem Sonnenlicht. Die prächtige Kegelsäule leuchtet am helllichten Tag golden. Als du den Tempel betrittst, findest du Wandmalereien und Kunstwerke, die Transzendenz und Spiritualität zum Ausdruck bringen. Statuen aus Gold und bemalte Felsen heißen dich willkommen, als du deine Erkundungstour fortsetzt. In den Vertiefungen der Wände siehst du Statuen des Buddha, der sein bequemes Leben aufgab und in die Wälder ging, um über das menschliche Leid und die Untaten der Welt nachzudenken. Seine Meditation brachte ihm die Erleuchtung, die noch Jahrtausende später das Leben der Menschen beeinflusst und inspiriert. Die Anwesenheit seiner Statuen scheinen Hoffnung in den Menschen zu wecken, Glückseligkeit zu vermitteln, wenn die Zeiten unruhig sind. Wenn du magst, dann denke über all dies nach. Sieh auch die Menschen, die vor der größten Statue im Tempel beten. Beobachte ihre Hingabe. Stell dir all die Dinge vor, die ihnen durch den Kopf gehen. Wie sie mit Meditation und Ruhe der Kraft dieser Orte ihr Gedankenkarussell zum Stehen bringen und ihre Herzen erleuchten lassen. Schließlich gelangst du aus dem Tempel. Ein magischer Anblick erhellt die Umgebung. Die Sonne versinkt am Horizont und wirft einen Mantel aus Rot und Gelb in den blauen Himmel. Und genau zu diesem Zeitpunkt beginnen Dutzende von Heißluftballons vom Boden aufzusteigen. Und tatsächlich, Heißluftballons in allen Farben gleiten über die alte Stadt. Einer der Ballons steht noch unten und ein Ballonführer lädt dich ein, auf eine kleine Reise zu gehen. Wenn du magst, dann betrete den Ballon. Schon ganz gleich hebt ihr ab. Der Boden wird immer kleiner. Die Luft wird kühler, als der Ballon immer höher steigt. Höher und höher. Stell dir vor, du schwebst.
dass dein Körper von der Schwerkraft befreit ist. Wie eine Feder, die im Wind treibt. In Leichtigkeit und Glückseligkeit. Denke an diese Bilder, während du ein Gemälde auf der Leinwand deines Geistes formst. Von Bagan, der alten Stadt der Tempel. Sieh dir die Bäume an, die überall verstreut stehen. Das Symbol der Natur und den unberührten Zustand der Stadt. Die gepflügten Felder und die weite Landschaft, deren Flecken mit Gras bedeckt sind. Und in der Ferne der Irrawaddy-Fluss. Lass den Frieden dieses Ortes in Körper und Geist gleiten. Erlaube dieser Ruhe den Weg für Dankbarkeit zu ebnen. Nimm diese Kraft mit in deinen wohlverdienten Schlaf. Träume von weiten Landschaften, tiefe Freude und Ruhe. Sie war schon immer da, nur manchmal vielleicht müssen wir sie erwecken. Oft ist es nur ein kleines Samenkorn, das ausreicht, um zu gedeihen. Jetzt und hier in deinem Schlaf dürfen diese Gedanken wachsen. Neue Träume und Wünsche können entfachen, die darauf warten, gelebt zu werden. Gefühle von Hoffnung und Frieden werden dich leiten. Sinke in wundervolle Träume. Schlaf ein. Sanft und ruhig.